Der Hobbyplotter C6040 kann ohne Schneidmatte Karton bzw. Cardstock schneiden. Das verdankt er einer konstruktiven Eigenschaft. Das Messer steht hier über einer Rille oder kann auch hinten auf der Schneideleiste montiert werden. Schneideleiste, Rille. Schauen wir uns das Ganze noch einmal in einer Grafik an. Hier sehen wir den Messerhalter an dem Werkzeugkopf des CE6040. Der eigentliche Messerhalter ist geformt wie eine 8. Somit kann das Werkzeug in die hintere Position oder in die vordere Position gesetzt werden. In der hinteren Position verhält sich das Gerät wie jeder andere Schneideplotter. Heißt, es schneidet auf einer Schneideleiste, die als Gegenlage dient, um feine, präzise Schnitte zu machen. In der vorderen Position jedoch, haben wir soeben gesehen, befindet sich eine Rille. Das Messer kann jetzt durch das Material, ohne sich oder die Schneideleiste dabei zu zerstören. Mit Hilfe eines Perforationsschnittes bleiben beim Karton kleine Stege stehen, sodass das geschnittene Gut während dem Schnittvorgang zusammenhält, aber dann leicht entnommen werden kann. Wir wollen nun das hier in Craftec Studio gezeigte Kleeblatt in zwei Farben aus Cardstock ausschneiden. Dazu laden wir zunächst einen rosa Cardstock in die Maschine. Wir richten den Cardstock an einer Kante der Maschine aus und schließen den Antrieb. Nach Anwahl von Blattware vermisst die Maschine zunächst die Breite und dann die Länge des Materials, um sich auf dem Nullpunkt zu positionieren. Gehen wir zunächst zurück in die Software. Schalten um auf unseren Arbeitsbereich, schieben anschließend das Kleeblatt etwas von der Kante und gehen danach in die Auswahl nach Farben. Hier haben wir nur die Möglichkeit, zum Beispiel den blauen Anteil abzuschalten, um zunächst nur den roten Anteil auf dem rosa Cardstock zu schneiden. Die Software verbindet sich mit dem Schneideplotter und meldet uns fertig. Wir können den Schnitt starten. Der Hobbyplotter CE6040 fängt daraufhin sofort mit dem Schneiden an. Wir sehen an den Bewegungen des Messers, dass kleine Stege stehen bleiben. Wenn er fertig ist, fährt er das Material zum Ausgangspunkt. Wir können nun das Material entnehmen und aus dem Material ganz einfach unser Kleeblatt heraustrennen. Dazu ist keine große Kraft notwendig. Anschließend laden wir den Hobbyplotter CE6040 nun mit einem blauen Cardstock, um den zweiten Teil unseres Designs schneiden zu können. Wir laden wieder Blattware, woraufhin das Gerät die Breite und die Länge des Materials vermisst und wieder in die Ausgangsposition geht. Gehen wir also zurück in die Software, schalten wieder den Blauanteil zu und den Rotanteil weg. Anschließend gehen wir wieder auf den Schneideplotter. Warten kurz die Synchronisierung des Gerätes mit der Software ab und starten das Schneiden des blauen Anteils. Der Hobbyplotter CE6040 schneidet nun die Kontur, die wir in Blau gezeichnet haben, aus und bringt das Papier nach vorne. Nun können wir den Cardstock aus dem Gerät entnehmen und dabei auch unser Kleeblatt aus dem Cardstock heraustrennen, was, wie wir sehen, ganz einfach ist. Hier nun
unsere beiden Cardstock-Teile zusammen montiert. Man sieht, es ist ganz einfach, ohne Schneidmatte zu schneiden. Für Anwender, die viel schneiden wollen oder müssen, bietet der CE 6040 somit einen interessanten Vorteil. Sie sparen die Investitionen für Schneidematten. Papier wälzt sich nicht mehr, wenn es von der Schneidematte gezogen werden muss. Vieles wird einfacher.